Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2011. Letztes Mal waren wir in Spanien, fünftes Rennen. Diesmal geht's nach Monaco und Monaco, das kann ja schon mal wieder heiter werden. Also ich sehe uns ja schon mal wieder ein paar Mal an der Wand gegenlehnen und kuscheln. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich auch wieder in der ersten Runde irgendwann gegen die Wand knallen und eine Safety-Car-Phase und folgerichtig rot auslösen. Ich glaube, letztes Jahr sind wir auch von ganz hinten gestartet. Also meine Monaco-Erlebnisse bisher, glaube ich, noch nicht so wirklich gut. Außer im ersten Jahr, als es so doll geregnet hat. Da war ich ja sehr, sehr gut. Das weiß ich zumindest noch an meinem Highlights-Video, wo ich ja so richtig schön am Ausgang des Tunnels immer alle überholt habe. Zumindest den Petrov, der in der ersten Saison mein Lieblingsgegner war. Was haben wir denn so? Gute Karten im teaminternen Duell. Daniel, auch wenn die Saison gerade erst begonnen hat, wollte ich dir kurz sagen, wie es im teaminternen Duell aussieht. Im Moment liegst du vor deinem Teamkollegen, es sieht also vielversprechend für uns aus. Ich hoffe, wir können den Vorsprung bis zum Ende der Saison halten. Gute Arbeit, Marc. So, und wir müssen im Qualifying Dritter werden und im Rennen Erster. Und es ist wieder wolkenlos, leicht bewölkt, also sieht nicht nach Regen aus. Und heute erzähle ich ja wie ein Wasserfall und recht schnell. Und ich hoffe einfach mal, dass wir kein Ziel haben heute, weil in Monaco ein Ziel zu erreichen, ach, herrjemine, das kann ich mir gar nicht leisten. Alten Strafen 10 bisher in meiner Karriere und ich muss mal kurz nebenbei noch was trinken. Und Punkte, wir sind dabei, die 1000-Punkte-Marke zu knacken. Mein Gott. Und Unfälle hatten wir 400. Wo natürlich aber auch schon kleinste Berührungen immer drin zählen. Und kein Ziel. Ja. Das ist doch gut. Da kann ich mich wenigstens einigermaßen an die Strecke gewöhnen. Einfahren. Und so weiter und so fort. Ah, wir haben ein Einzelpaket. Modifiziert den Abtrieb um 20%. Heiliger Strohsack. Und was haben wir noch? Überarbeitetes Chassis. Erhöht den Abtrieb um insgesamt 10%. Alter Verwalter. Was habt ihr denn da rausgeholt, Jungs? Hattet ihr Langeweile in der Fabrik oder was? Mensch, das ist ja wirklich... Hopp! Top. Und dann lassen wir hier ein bisschen die Zeit wieder vorsimulieren. Mal gucken, welche Leute so als erstes fahren. Dann Brosio mit 1.15. Und der Rosberg mit 1.15.2 jetzt. Und jetzt wird es mal unsere Zeit sein. Oh, die Strecke hört sich voll an. Machen wir gleich mal eine fliegende Runde. Und da fängt er schon mal gut an. Oh, und nochmal schön. Da war der Kobayashi hinter uns. Eieieiei. Na, das wird ja auf jeden Fall ein interessantes Wochenende. Ja, freie Fahrt wenigstens einigermaßen. Natürlich werde ich jetzt erstmal ohne KS und DS fahren. Ich glaube, in Monaco werde ich das mal erstmal zwei Runden probieren. Ersten Sektor gleich mal auf Bestzeit unterwegs. Ja gut, Monaco hat ja wieder hier ihre wunderschöne DRS-Zone. Und zwar auf Start und Ziel, wo es nicht wirklich viel bringt. Finde ich zumindest. Und das wird ja hier auch wieder die Stelle sein, wo wir wieder sehr, sehr viel aufholen werden. Und zwar aus dem Tunnel. Und hier ist unsere Lieblingsstelle, wo wir uns schön weggeschossen haben letztes Jahr in der ersten Runde. Auf jeden Fall immer sehr, sehr knapp hier an den Mauern vorbei. Oh, da habe ich im letzten Sektor aber ganz schön viel verloren. Da habe ich ja ganze 3/10 verloren.
an für sich. Ich bin nochmal auf Verbesserung unterwegs. Und die Reifen hier quietschen lassen, passt schon. Ah, der Hamilton ist sogar auch schon wieder unterwegs. Macht McLaren Mercedes also hier ein bisschen Arbeit. Testen zusammen. Und jetzt bin ich nochmal eindeutig schneller als letzte Runde. Und jetzt fangen wir mal an mit TS und DRS. Great lap. That's the quickest of the session so far. Nur 1.13.8 Uhr, upsala. Die Wand hat auf jeden Fall ein bisschen was gekostet. Ja, die zweite Runde war auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Runde. Und da habe ich jetzt eindeutig zu spät gebremst. Hier muss man sich auf jeden Fall mal ordentlich konzentrieren. Aber es passt schon. Bisschen Übungssache. Und bisher bin ich ganz zufrieden mit meinem Rundenlauf. Das Wochenende fängt schon mal wieder sehr gut an. Und im ersten Sechser ist sogar noch eine Zehntel drinne. Das ist auch wenigstens hier die Schikane besser geworden als letzte Runde. Tausendstel. Diese Stelle ist dann mal richtig fies. Oder recht gefährlich, weil man so die Gefahr hat, so wie ich jetzt hier gerade, wirklich da in der letzten Kurve da innen gegen zu fahren. Der Sektor weiß ja jetzt noch mal besser. Geht auf jeden Fall immer alles sehr, sehr knapp hier an den Wänden vorbei. Das macht der Monaco so ein bisschen speziell. Dass man hier so knapp an den Mauern vorbeifährt. Und ich würde mal fast sagen, also es braucht schon auf jeden Fall bisschen Übung, um hier wirklich so knapp überall hier an den Mauern vorbeizufahren. Das hat vielleicht ein bisschen zu viel Kehrs eingesetzt. Und was für eine Zeit haben wir jetzt hier? 1.13.1. Ja, damit bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Ich denke mal, jetzt werde ich nochmal eine recht langsame Runde nach Hause bringen. Ich bin jetzt schon 2 Sekunden vor Rosberg. Und ich werde, ja, jetzt in die Box fahren, ganz gemütlich nochmal die Boxeinfahrt üben. Finde ich denn hier noch irgendwas Interessantes, was man so neben der Strecke eigentlich noch, was mir bisher noch nie aufgefallen ist?
Oh, da ist noch ein Krankenwagen. Auf den habe ich, glaube ich, noch nie so wirklich geachtet. Der Tunnel kann man auf jeden Fall hier auch mit DRS offen fahren. Welche von den Yachten gehört wohl hier? Vice Malia oder Flavio Priatore? Die haben ja alle beide recht viel Geld. Glaube ich, alle sind in der Box. Darüber freuen sich natürlich wieder die Fans, wenn kein Auto fährt. Ach, unsere Box ist ja gleich schon hier vorne. Die war noch gar nicht bereit dafür, dass ich in die Box komme. Das war schon mal ein interessantes Training. Ich bin auf jeden Fall schon mal im Rhythmus drin, das gefällt mir. Und ja, ich werde mal gleich zum Qualifying springen, auch wenn es da bewölkt ist, dann ist es nicht so schön zu fahren. Und mit 1.13.1 sind wir schon eine Sekunde vor Vettel. Heiliger Strohsack.